Herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge. Ich filme gerade mit meiner neuen Kamera. Haha. Warte, jetzt müssen wir hier die kurz anmachen. Und dann kann ich euch die nämlich mal zeigen. Und zwar habe ich mir eine DJI Osmo Action gekauft. Wenn die sich jetzt hier bewährt, dann werde ich meine andere GoPro auch noch ersetzen durch so eine. Ich habe es nur nicht früher machen können, weil brutale, also wirklich brutale Lieferverzögerung. Ich habe die, glaube ich, eben, boah, ich weiß es nicht, im Januar, nein, das stimmt nicht, im Mai oder so bestellt, die GoPro, die DJI, und jetzt ist sie gekommen, also am Wochenende, im August. Das ist natürlich, ja, aufgrund von Corinna und so alles verzögert, aber jetzt ist sie ja da und vielleicht funktioniert es besser als die GoPro, beziehungsweise wahrscheinlich schon, weil ist ja nicht sonderlich schwer. Und sie ist, ich glaube, 200 Euro günstiger als die, also wenn nachher das Bild passt und der Ton passt, kann man da wirklich nichts sagen. Und sie dann auch noch besser, vor allem, also, selbst wenn das Bild und der Ton ein bisschen schlechter ist, mir geht es um die Zuverlässigkeit. Und da kann die GoPro halt echt, also, die ist wirklich schlecht. Ja, dann habe ich nicht nur eine neue Kamera, auch eine neue Tour in ein neues Land, in dem ich noch nie war mit dem LKW, oder wo ich generell noch nie war. Und zwar ist es 1188 Kilometer entfernt. Und es geht nämlich um... hier nach Polen. Da habe ich unglaublich viele Instagram-Nachrichten bekommen. Hahaha, ha, ha, pass auf, dass sie dir keinen Diesel klauen und so. Ich glaube, mittlerweile wird in Polen weniger geklaut als in Deutschland. Um mal. Ich werde jetzt nicht sagen, warum ich denke, dass das so ist. Auf jeden Fall geht es nach Polen. Da muss ich nachher noch, wenn ich heute müsste ich noch bis nach Polen kommen. An der Grenze eine Mautbox holen. Das habe ich aber schon abgeklärt. Die gibt es als so Prepaid Box. Also man kann auch eine Postpaid Box holen. Das heißt also, man fährt und bezahlt erst danach. Und wenn man das machen will, ist es relativ aufwendig. Also da wollen die Polen so einen, wollen die so Firmennachweis und pipapo. Und diese Prepaid Box gehst du einfach hin, lädst die auf mit Guthaben, kannst fahren, gibst die am Ende wieder ab an der Grenze. Und dann kriegst du dein Guthaben, also das Restguthaben, was auf der Mautbox ist, auch wieder zurück. Ja, jetzt räume ich auf den Kühlschrank ein. Dann geht's los. Ich fahre bei der GSG vorbei, gebe noch meine Papiere ab. Tank at Blue. Und dann geht's los. Ich bin jetzt schon eine ganze Weile unterwegs. 4 Stunden 20. Jetzt muss ich mal eine Pause machen. Jetzt wollte ich hier auf den Autohof fahren. Wollte ich noch was sagen? Ja, ich habe Rückladung für morgen auch schon. Und der Preis ist gar nicht so schlecht. Also ich kenne ja die Exportpreise aus Frankreich. Da ist man so irgendwo 70, 80 Cent pro Kilometer. Ja. Jetzt aus Polen, retour, habe ich 1,11 Euro. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Aber ist ja gut. Also, ja. Ich bin jetzt in Münchberg. Ihr fragt euch, was macht denn hier? Der will doch nach Polen. Ja, ich muss jetzt hier so einen Autohof da oben. Und der liegt ja gut. Hier gibt es ja Aldi und Lidl direkt. Das ist ja top. Und dann mache ich da auf dem Autohof kurz eine Dreiviertelstunde Pause. Rückladung für morgen habe ich auch schon und ich hatte ja eigentlich damit gerechnet, dass ich da wieder für so Arschpreise zurückfahre, wenn ich es mal so sagen darf. Aber erstaunlicherweise, so Export aus Frankreich, dass ihr mal so eine Hausnummer habt, liegt irgendwo bei 60, 70 Cent pro Kilometer. Und jetzt aus Polen, da habe ich gedacht, gut, da wird es ähnlich sein, aber überhaupt nicht. Also ich fahre jetzt dafür 1,11 Euro zurück, was wirklich vollkommen in Ordnung ist. Jetzt mache ich hier mal eine Pause. Also ach so, man muss da scheinbar nach rechts fahren. Naja, egal. Jetzt bleibe ich hier stehen, das wird schon, wenn ich im Auto bleibe, so, das sage ich kein Problem. Sage ich absolutes Halteverbot. Aber ja, ich kann ja wegfahren, wenn jemand kommt. So, Dreiviertelstunde Pause gemacht, lecker Kaffee getrunken.
Wobei, so richtig lecker waren nicht. Ich brauche eigentlich irgendwann mal eine Kaffeemaschine. Aber irgendwie. Weiß ich nicht, wo ich die hier noch so hinbauen soll, dass sie nicht nervt. Ich müsste es dann halt oben irgendwie im Staufach machen. Aber muss ich das Strom auch irgendwie. Keine Ahnung, das ist doof. Aber da muss ich mir, also da bin ich noch am Lösung suchen. Ich habe mir übrigens auch mal spaßeshalber einen neuen LKW konfiguriert. Aber da bin ich, als ich den Nettopreis gesehen habe, da muss ich nächstes Jahr richtig rein hasseln. Aber ja, noch momentan bin ich noch mehr als zufrieden mit dem her. Das war einfach nur mal so für mich gedacht, dass ich mal eine grobe Idee habe, wo man da oder mit was ich da ungefähr rechnen muss. Wenn ich was Vergleichbares will wie den hier. Und da muss ich wahrscheinlich meine Ansprüche dann doch unterschrauben. Ich bin jetzt gerade an Chemnitz vorbei. Jetzt geht es hier ab Richtung Dresden. Also da war ich tatsächlich noch nie mit dem LKW. Also Chemnitz. Doch, Chemnitz war ich, glaube ich, sogar mit Borchers mal, mit blauen Volvo, da war ich hier irgendwo in Ostdeutschland. Aber jetzt diese Strecke hier habe ich tatsächlich noch nie gefahren. Also gibt es auch doch immer mal wieder was Neues. Ne? Ich habe jetzt mal geguckt, also da vorne auf dem Parkplatz müsste es theoretisch so eine Station geben. Zumindest stand es so im Internet. Letzte Raststätte in Deutschland sozusagen. Aber werden wir ja gleich sehen, ob das funktioniert oder nicht. Also ich muss sagen, ich bin bis jetzt mit der DJI, also ja, es ist jetzt erst ein Einsatztag, echt zufrieden. Funktioniert irgendwie zuverlässiger als die GoPro bis jetzt. Wie komme ich denn jetzt dahin? Ist ja doch nicht so ein Verkaufspunkt oder was? Eigentlich wollte ich da in das Gebäude. Ach, da muss man ganz dahin rum oder wie? Also hier stehen ein Haufen Autos, aber irgendwie keine Sau hier unterwegs, außer mir. Also, Wasserplan habe ich jetzt auch. Oh Mann. Ich habe jetzt meine Box hier bekommen. Die kann ich jetzt gleich mal an die Scheibe machen. Und dann sollte das funktionieren. Sie hat mir jetzt 300 Zloty da drauf gemacht. Ich habe gesagt, bis Warschau und wieder zurück. Jo, wenn ich rausfahre, Box wieder abmachen und abgeben. Und dann kriegt man auch sein Deposit und also die Kaution und das Restguthaben. Wieder. Die war auch sehr nett, aber irgendwie glaube ich nicht so, nicht so zufrieden mit ihrer Arbeit. Also sie sah gelangweilt aus, hat aber immer nett geantwortet. Was ja eigentlich dann auch in Ordnung ist. Meistens ist ja gelangweilt und dann wird man auch noch angemotzt. Ja, meine DKV-Box, die kann Polen erst, also die in Polen stellen die gerade auch dieses Mautsystem noch um. Aber erst ab so September, Oktober haben die mir bei DKV gesagt, kann man da dann auch mit der Box bezahlen. Also, ja. Dran, so muss ich jetzt da noch irgendwas machen. Da haben wir so eine Anleitung dabei. Also, weiter geht es im Text. Ich hoffe mal, das mit der Mautbox hat geklappt. Irgendwie bin ich mir gerade unsicher, aber ich werde es ja an der ersten Station sehen, was Sache ist. Und ja, jetzt fahre ich mal noch 2 Stunden. Dann habe ich morgen noch
5 bis zum Kunden, genau. In Polen. Okay, also die Box piepst einmal. Ich glaube, einmal ist gut, oder? Einmal ist gut. Also passt die Sache. Ich umrunde gerade Wroclaw. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Wroclaw oder auch Breslau. Und dann jetzt habe ich noch 20 Minuten. Dann kommt da so ein Parkplatz. Wenn ich da aber nichts finde, habe ich ein Problem, weil ich habe jetzt wirklich meine Lenkzeit heute wieder komplett ausgereizt. Also wenn ich da auf den Parkplatz ankomme, habe ich wieder genau, also 9 Stunden 57 oder sowas. Aber eigentlich müsste ich 17.30 Uhr da ja wohl noch einen Parkplatz finden. Und ansonsten, ja, jetzt kommt hier der arrogante Deutsche in mir durch. Man hat ja immer dieses Ding da mit Ostblock und so im Kopf, dass das so rückständig ist. Aber ich meine, guckt es euch an. Ja, hier ist es sauberer als in Deutschland. Da sollte man wirklich mal seine komische, arrogante Westlerart ablegen, weil ich habe ja keine Ahnung, wie es hier vor 20, 30 Jahren aussah, aber da sah es bestimmt nicht so aus, wie es hier jetzt aussieht. Also gut, aber ich habe wahrscheinlich auch ein paar polnische Zuschauer, da gehen natürlich die Grüße raus an dieser Stelle. Und vielleicht kann ich ja dem einen oder anderen, der immer noch dieses Bild mit Ostblock rückständig da so im Kopf hat, ja, jetzt in dieser Folge ein bisschen nehmen. Weil auch also die Raststätten und auch die Industriegebiete, die ich bis jetzt gesehen habe, ey, picobello, also wie geleckt. Da können sich, ich sage jetzt mal so, in Anführungszeichen andere Länder noch eine Scheibe von abschneiden. Also es ist wirklich erstaunlich. Ich bin jetzt kurz hinter Breslau auf so einem Parkplatz hier. Und ja, also auch hier extrem ordentlich und sauber. So wie man sich das auch wünscht. Aber halt nicht unbedingt vorstellt. ja, ich mache jetzt meine Pause. Da hinten steht der LKW. Und morgen, von hier sind jetzt noch 4 Stunden 45 ungefähr. Vielleicht schaffe ich das in einer Schicht morgen. Das muss ich halt mal gucken und probieren. Aber 363 Kilometer, das wird schon hart. Ja, also und Polnisch lernen ist auch nicht. Also ich habe gehört, Polnisch ist eine der schwierigsten Sprachen. Ich kann nur fluchen auf Polnisch. Aber ab und zu erkennt man dann doch ein paar Wörter hier zum Beispiel. Fragment. Hier Konstruktia würde ich jetzt wahrscheinlich auch noch sagen, dass irgendwie Konstruktion ist oder so. Aber der Rest ist natürlich vollkommenes Kauderwelsch für mich. Achso, genau, bevor ich es vergesse. Ich soll noch den Paul grüßen, denn der Paul hat mich hier überholt auf der Autobahn mit seiner Familie, wahrscheinlich auf dem Weg in Urlaub. Er hat ganz fleißig gewunken aus dem Fenster. Und da kann ich natürlich nicht Nein sagen. Deswegen gehen an dieser Stelle die Grüße raus. Einen wunderschönen guten Morgen, 3.07 Uhr hier aus Polen. Ich mache jetzt mal die Abfahrtskontrolle. Ja, wenn es so dunkel ist, brauche ich nicht großartig filmen. Sieht man eh nichts. Aber sobald es hell ist, kriegt ihr da natürlich wieder was aufs Auge. Und ja, also jetzt gucke ich mal. Also ich werde es wahrscheinlich nicht in einer Runde schaffen. Wobei Google Maps gesagt hat, ich kann auch was 20 Kilometer kürzer wäre hier rumfahren. Das will mein Navi aber nicht so wirklich. Also ich habe hier einen Wegpunkt hingemacht. Das will es aber nicht. Ich werde es nachher trotzdem mal probieren, ob ich nicht so fahren kann. Aber ob es funktioniert, weiß ich natürlich nicht. Beziehungsweise sehe ich dann nachher erst.
jetzt denken wieder da oben, die Straße ist gesperrt, aber ich glaube nicht, dass die gesperrt ist, weil zuerst, also die Straße geht doch durch, ah ne, da ist Verengung gesperrt, okay. Also die hat, die Firma ist, okay. Also die Firma ist in der gesperrten Straße und deswegen schickt mich mein Navi wohl komisch. Navigationschaos. Ah, die Brücke haben sie auch ein bisschen eng gebaut. Also, ich bin richtig, aber die, wo dafür zuständig sind, geht keiner ans Telefon. Ich soll jetzt erstmal warten. Ja, keine Ahnung. Er kann es mir auch nicht sagen, wie lang. Ich gehe einfach nochmal in einer Stunde oder was, gehe ich da wieder rein. Ja, die wollten noch meinen Ausweis haben. Da bin ich zurück zum LKW, habe meinen Ausweis geholt. Dann wollten sie noch meine LKW-Dokumente haben, musste ich wieder zum LKW gehen. Ah ja. Aber gut, dann ist jetzt halt erstmal Frühstückspause, ist auch okay. Und dann probiere ich es um 9 Uhr nochmal. 1,5 Stunden gewartet. Jetzt geht es hier weiter im Text, ist irgendwie ein Riesenladen hier. Aber ich werde wahrscheinlich nochmal warten müssen, weil er hat gesagt, ich soll jetzt hier so rumfahren einmal. Und dann. Eieiei. Hinten auf so einen Parkplatz und da dann wieder warten. Also das kann natürlich vieles bedeuten. Könnte schnell gehen, könnte aber auch noch ewig dauern. Alter, was haben die denn hier für Hügelchen gebaut, Junge? Boah, Alter, das ist ja Frankreich-Style hier. Junge. Ich meine, das Entladen müsste jetzt schnell gehen. Ich habe ja nur diese zwei Maschinen drauf. Thank you.
Also, ja, das hat jetzt natürlich einen Haufen Zeit gekostet, alles. Aber bedenkt, dass ich um 8 Uhr hier war. Jetzt ist es 12. Ja, aber so ist es halt. Ich kann es nicht ändern. Jetzt habe ich endlich mal hier die polnische Straße, wie ich sie mir vorgestellt habe. Es ist ein ziemliches Gegurke, gerade hier da irgendwie zu dem Kunde zu kommen. Der ist total. Das fahr halt auch. Schon so. Da ist so ein Kaffee. Der Kunde ist total blöd zu erreichen. Irgendwie ist es alles nicht so richtig geil zum Fahren. Ja. Kämpfe mich gerade durch mit Google Maps und dem Navi und keine Ahnung, also es ist ein bisschen schwierig gerade. Ich weiß nicht warum, aber die Brücken hier haben 4 Meter, da steht aber 3,60 Meter. Keine Ahnung, also ich wäre der LKW da vorne nicht so schmerzfrei da durchgefahren, dann hätte ich wahrscheinlich auch ein bisschen ja, mir jetzt Sorgen gemacht, aber ja, mal gucken. Keine Ahnung, also mein Navi hier ist komplett verwirrt. Ich hoffe, es klappt jetzt irgendwie. Alter, echt was mit Scheiß. Ich glaube, ich habe es geschafft. Also, falls ihr euch fragt, wo ich bin gerade in Lodz. Oh, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Ich kenne das nur von diesem Gebiet. Give me the Polska feeling. Yes, yes. Give me the Ostblock feeling. Ich war ja richtig guter Dinge, habe mich gerade angemeldet, aber jo, er meinte, er ruft mich an, sobald es geht. Das kann halt einiges bedeuten, aber ich glaube, so, also jetzt kann ich auf jeden Fall meinen Plan vergessen, weil mir jetzt natürlich die Schichtzeit anfängt wegzulaufen und dann kann ich halt auch nicht mehr so viel fahren. Aber ja, jetzt ist es halt so. Ja, ich habe jetzt hier auch wieder
anderthalb Stunden gewartet. Jetzt geht es aber voran. Immerhin. Ich dachte schon, ja, ich lade hier nur Palettenware schön von der, an der Rampe oder sowas. Aber ja, er hat mich jetzt geholt. Jetzt muss ich da irgendwie. Soll ich ihm da hinterher fahren? Und dann laden sie von der Seite. Neben mir übrigens, hab ich's, ich glaube, ich habe es nicht gezeigt, war ein kasachischer LKW und dann noch einer aus Georgien. Oh, yeah. Ich habe keine Lust mehr, ey. So ein Dreckstag. Ich habe einfach zu früh angefangen. Mein Fehler. Ja, jetzt kann ich noch 25 Minuten fahren. Ich hoffe mal, die haben die Papiere überhaupt fertig. Weil kann jetzt ja auch noch mal dauern. Ich habe so Stahl geladen, das ist auch noch voll die bescheidene Ladung. Also, oh, naja. Wie weit ist denn das jetzt noch von hier bis da nach Fellbach? 13 Stunden oder sowas. Und ich habe gedacht, ich kann heute noch 3 Stunden fahren. Oh, ach Gott, das müsste auch noch gehen. Was für eine Fehlkalkulation. Das alles nur, weil ich meinte, ich muss schon um 8 Uhr bei der Entladestelle sein heute. Ja, so kann es halt laufen. 974 Kilometer sind es noch von hier. Was sagt der Herr? Genau 13 Stunden. Naja. Es ist jetzt, wie es ist. Sie erreichen ihr Ziel um 6.43 Uhr. Da draußen die Fliege. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Polen. Ich bin wieder unterwegs, nachdem, ja, das gestern ja so ein bisschen nicht ganz nach meinen Vorstellungen gelaufen ist. Hoffe ich, dass es heute besser ist. Ich, keine Ahnung, ich schätze mal, ich komme noch irgendwo bis Bayern. Wenn alles glatt geht zumindest. Und ja, jetzt geht es aber erstmal an die Grenze, dann das Mautgerät wieder abgeben. Ich denke mal, ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt mit in meiner ersten Schicht bis an die Grenze komme. Kann sein, dass es nicht mal, dass es nicht mal dafür reicht. Ich habe jetzt auch ein kleines Problem seit eben. Meine Mautbox, hier die polnische, die will irgendwie nicht mehr. Also sie piepst jetzt die ganze Zeit zweimal. Ich denke, mein Guthaben ist alle. Aber hier auf der ganzen Strecke bis zur Grenze kommt gar keine so Viatoll-Station mehr, beziehungsweise halt eine, die offen hat. Was natürlich ein bisschen kacke ist, weil ich ja wahrscheinlich einfach nur Guthaben aufladen müsste. Aber gut, steht da irgendwo Viatoll? So, hier steht jetzt Punkt, Distrib, blub, 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 Viatoll. Also fahre ich mal dahin und dann hoffe ich, dass die da sind. Und dann mache ich nämlich, die repariere ich die Box. Also, Entwarnung. Die Box hat doch noch Geld drauf, sie piepst nur zweimal, weil jetzt wenig, noch wenig Guthaben ist, aber reicht noch für 300 Kilometer, hat sie gesagt. Also komme ich locker noch an die Grenze. Was wollte ich noch sagen? Ja, ich habe mir noch was zum Essen geholt. Ja? Irgendwas? Ach ja, ich wollte noch sagen, mit Covid und so irgendwie sehen die das hier sehr, 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 sehr locker. Ich war gestern noch in der Stadt, ein Lodge, war beim Einkaufen kurz. Hatte, ich würde sagen, jeder Dritte die Maske so auf 7:30, so wie ich es auch manchmal hier habe, wenn ich was erzähle. Also nicht ganz so extrem, aber ähnlich. Und manche hatten gar keine Maske an und beim Ausladen hat auch niemand eine Maske getragen, bei der Anmeldung nicht, nirgendwo eigentlich, in der ganzen Firma nicht. Obwohl an manchen Stellen dann doch auch steht, ja, hier Maskenpflicht und so, oder dass man halt eine tragen soll, aber scheinbar handhaben die das da etwas flexibler hier, was ich ja nicht unbedingt schlecht finde, sondern halt jeder soll das ja machen, wie er irgendwie mag, gefühlt, keine Ahnung. Ja, und jetzt hier eben war es auch so, also wenn einer eine Maske anhatte, dann halt
unter der Nase. Jo, naja, gut. Es ist von hier noch 1 Stunde 46 bis zur Grenze. Und dann gebe ich die Box ab, mache da noch eine Pause und dann geht es im Anschluss weiter. Aber keine Ahnung, mal schauen, wie weit ich heute noch komme dann. Ich bin jetzt wieder in Deutschland. Jetzt muss ich mal hier die Mautbox da zurückgeben. Oh, super. Scheiß da von der Scheibe weg. Oh, komm. Alles abgegeben. Rückerstattung kommt dann auf die DKV-Karte sozusagen. Oder nicht nur sozusagen. Kommt auf die DKV-Karte. Wie es morgen weitergeht, weiß ich noch gar nicht. Davon würde ich es abhängig machen, ob ich heute eine 10er Lenkzeit mache oder nicht. Wobei, also weit weggehen kann es eigentlich nicht mehr, weil ich muss ja, also ich muss den Aufleger dann wieder abgeben. Und dann bin ich ja im Urlaub. Und wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, fahre ich ja woanders. Ja, aber mal gucken. Das sind alles Sachen, die werden sich wahrscheinlich im Lauf des Tages dann sowieso klären. Und Deutschland empfängt mich mal wieder mit Regen. Wie soll es auch anders sein? Jo, das hier ist man ja mittlerweile gewöhnt. Ich glaube, es ist echt so. Bin ich eine Woche mal gefahren dieses Jahr? Also, oder sagen wir mal seit April, wo es nicht geregnet hat? Eine Woche? Ja, doch, stimmt. Da, wo ich in Marseille war. Da war es mal richtig sommerlich und heiß. Aber ansonsten gefühlt jede Woche sowas. Heute Abend, also heute ist Mittwoch, ist nicht wirklich viel passiert. Nur gefahren. Ich bin jetzt hier gleich auf so einem Autohof, da mache ich mal meine Pause bis morgen früh. Ja, also 15, 16 Stunden oder was mache ich da Pause. Ich habe jetzt von hier noch 3 Stunden zu fahren. Das heißt, ich gucke, dass ich morgen um 5 hier wegkomme. Bin ich um 8 da unten. Und dann mache ich morgen nur noch so eine kleine Nahverkehrstour. Und dann war es das auch. Für diese Woche, wie gesagt, wo muss ich denn hin? Ja, und für alle, die immer da so kommentieren, ja, ob sich das alles lohnt und hier immer nur Urlaub und so. Also ja, ich mache am Jahresende, ich glaube am 7.12. habe ich angefangen. Das heißt, am 7.12.21 kommt ein Video, wo ich mal, also ich glaube, ich habe ich schon mal erzählt, oder? Wo ich meine Karten, meine Zahlen da noch mal zeige. Jo, dann geht es für euch morgen früh weiter. Alte Gewohnheit. Einmal noch nur noch nach Fellbach und dann weiß ich noch nicht, ob ich das Nahverkehr auch noch zeige. Das schauen wir einfach mal. Je nachdem, je nach Lusten, je nach meiner Lust und Laune. Oh. Boah, ich bin auch, aber auch kaputt, hey. Das kann ich euch sagen. Ah, und als noch kleines Rechenspiel. Also selbst wenn ich gestern jetzt noch hätte fahren können, also wenn dieser Käse mit dem, ja, mit, oder der Käse, den ich selber verschuldet habe, dadurch, dass ich so früh angefangen habe, selbst wenn der nicht gewesen wäre, dann. Also heute Ausland, das wäre utopisch gewesen. Also wirklich utopisch. Also selbst wenn, da hätte ich heute mich so gehetzt, dass ich da runterkomme. Und vor allem wäre ich erst so um 16 Uhr oder sowas da unten gewesen. Frühestens. Und ja, da hätte ich dann auch nicht mehr ausladen können. Genau, also von dem her. Wäre auch, also das wäre wirklich ein bisschen krank gewesen. Einen wunderschönen guten Morgen aus Schneitach.
Ich habe hier 15,5 Stunden Pause gemacht oder so. Ja, jetzt geht es mal weiter Richtung Fellbach. Aber viel wird heute nicht mehr passieren, denn sobald ich in Fellbach ausgeladen habe, ist diese Folge auch vorbei, weil ich danach nur noch Nahverkehr mache. Also ich habe da noch eine Tour von Göppingen nach Nabon oder so, oder Naubon, und am Freitag von Dettingen nach Esslingen. Und ihr seht, ich bin in einer Halle und die laden mit dem Kran ab. Ist also kein Problem. Zur Ladestelle ist jetzt noch 50 Minuten, aber ich denke mal, ich brauche eine Stunde jetzt. Da muss ich jetzt erstmal so kurze Pakete abladen, dann habe ich zwei so 12 Meter Dinger drauf. Das dauert hier noch eine ganze Weile. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Das war doch mal eine super Folge. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was von Polen mitnehmen. Also ich bin positiv überrascht. Sehr schönes Land. Auch, warte, ich gucke jetzt nochmal hier. Ob ich das... Kleiner Rückblick. Jetzt an meine polnischen Zuschauer. Dzięki za oglądanie. Kciuk bilby snem. Und an die deutschen Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wisst ja, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Piep, piep, ich habe euch lieb und wir sehen uns dann beim nächsten Folge mit neuem Auftraggeber, neuer Kunde. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Macht's gut, haut rein und bis dann. Ciao!